Trullala, trullala, die Hexe ist schon wieder da. Obwohl heute Aschermittwoch ist und die Faschingszeit vorbei ist. Aber du musst dich ja nicht verkleiden als Hexe, weil du bist ja wahrhaftig eine. Allerdings sind diese ausgeflippten Tage jetzt wirklich vorbei. Jetzt gehen wir in diese Ruhe, in diese Stadezeit, die Fastenzeit. Welche Bedeutung hat denn dieser Aschermittwoch heute? Ja, das ist eine gute Frage. Weißt du denn eigentlich, was es ursprünglich bedeutet? Naja, ich glaube schon, dass es was mit dem Glauben zu tun hat, also auch wieder mit der Kirche zu tun hat. Und es hat schon auch was mit Jesus zu tun. Und ich wusste das mal, und zwar geht es darum, dass man sich 40 Tage, also es hat was mit diesen 40 Tagen zu tun. Erzählst du doch einfach. Ich erzähle es mal. Also es ist so, wir gehen jetzt tatsächlich die Christenheit geht in eine 46-tägige Fastenzeit, denn die Sonntage werden in der Fastenzeit nicht als Fastentage mitgezählt. Das heißt, bis Karsamstag, nämlich genau genommen, also den Ostersamstag sozusagen, sind es genau 46 Tage. Okay. Dazu kommt, dass der Aschermittwoch heißt, weil er tatsächlich etwas mit Asche zu tun hat. Und zwar in der katholischen Kirche werden die Palmzweige des Vorjahres verbrannt und diese Asche gesegnet. Und dann bekommt man da ein Kreuz auf die Stirn gemalt. Es ist auch üblich, das auf den Kopf zu streuen, die Asche. Das gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, was einfach nochmal einen Segen fürs nächste Jahr, also für dieses Jahr bringen soll. Und vor allen Dingen wird auch eine Bibelstelle immer zitiert, nämlich, dass wir uns der Vergänglichkeit bewusst werden sollen. Mhm. Und dass wir uns ja der Asche auch bewusst werden sollen, die wir dann doch irgendwann mal sind. Und auch wenn ich jetzt weiß, ich habe mit Kirche immer nicht so viel am Hut, aber den Gedanken finde ich total schön. Finde ich auch ganz schön. Ich bin ja Protestant, deswegen war mir das jetzt nicht so geläufig. Aber ich weiß, dass wir in dieser Zeit, in diese Ruhe, in diese Entschlackung und auch mal in die Dankbarkeit gehen sollten und einfach mal von den Dingen Abschied nehmen, deswegen Fastenzeit, die uns das Leben so erleichtern. Einfach mal gucken, dass man einfach auch mal so ein bisschen das Leid sozusagen zu spüren bekommt. Ja, naja, die Frage ist ja, ob Fasten immer Leiden sein muss. Also es geht ja tatsächlich auf diese Geschichte aus der Bibel zurück, wo Jesus in die Wüste gegangen ist, dort 40 Tage ohne Wasser und ohne Essen gewesen ist und in Versuchung geführt worden ist von dem Teufel sozusagen. Und ich denke, dass das für uns der Anreiz sein kann, eben auch mal eher ins Gebet oder in die Meditation zu gehen. Es ist ja auch ganz gleich, ob jemand zu Hause sitzt und betet zu seinem Gott, seinen Göttern oder ob er vielleicht in die Meditation geht und einfach daher ein bisschen zur Ruhe kommt. Und den Gedanken finde ich ganz schön, auf Dinge verzichten, die wir vielleicht so jetzt für eine gewisse Zeit nicht mehr haben müssen. Es muss nicht immer der Verzicht auf Essen oder sonst irgendwas, was man ja ganz oft hat, also Alkohol und Zigaretten, das sollte man während der Fastenzeit natürlich auch nicht. Aber manchmal sind es auch die Gewohnheiten, von denen man sich manchmal loslösen sollte und bewusster wieder wird. Ne? Ja, ich bin ja immer nicht so ein Freund davon zu sagen, das sollte man in der Zeit nicht oder so, sondern tatsächlich mal zu gucken, was bedeutet mir was? Ist es wichtig? Für mich verbringe ich viel Zeit am PC. Kann ich vielleicht ein bisschen am PC fasten? Also das heißt, kann ich sagen, okay, ich gehe statt 3 Stunden am Tag nach der Arbeit noch an den PC vielleicht bloß eine halbe Stunde. Es heißt ja nicht, sofort gänzlich zu verzichten, sondern zu gucken, was kann ich reduzieren und wofür kann ich die Zeit sinnvoll verwenden. Und wir erlernen es vielleicht. Also es gibt ja jetzt im Moment auch diese unglaublichen Reportagen, gerade was unsere stressbedingte Zeit anbelangt, dass Kinder mittlerweile auch schon in diesem Stress fast ersticken. Und auch für die wäre das wahrscheinlich eine ganz gute Zeit, mal Abschied zu nehmen, zum Beispiel von diesen ganzen Computern und einfach mal die Stille auch zu genießen. Ganz genau. Also wie gesagt, auch hier muss man den Kindern ja nicht zwangsläufig das Handy ganz wegnehmen, aber das kann man reduzieren. Kann man übrigens nur dann reduzieren, wenn man es selbst auch vorlebt. Du als Hexe, jetzt mal ganz im Ernst, wenn man über solche Glaubensgeschichten redet, das hat ja alles was mit der Kirche zu tun. Ist es dann schon auch etwas, wo man sagt, ja, das sind tolle Ansätze, weil für mich ist natürlich schon die Bibel eins der schlauesten Bücher oder das schlauste Buch und das sind eigentlich unsere Menschenrechte, unsere Grundgesetze drin verankert. Ja, zu der Bibel habe ich tatsächlich ein gespaltenes Verhältnis, weil ich die Geschichten da drin aus anderen Religionen viel früher schon kenne und daher weiß, dass es einen anderen Ursprung hat. Die Weisheiten, die da weitergegeben werden, die Werte, die da weitergegeben werden, ist ja das, was unsere Kultur prägt. Okay. Und unsere Werte werden eben durch Religion geprägt, je nachdem, wo man regional sich gerade befindet. Ne? Okay. Das heißt, im bayerischen Raum ist es halt die katholische Kirche, die dort im Normalfall die Werte prägt. Und das sind andere Werte als
vielleicht auf Sylt oder auf Rügen hat. Mhm. Und ich denke, dass man sich einfach über seine Werte Gedanken machen sollte. Mhm. Wie auch immer die sind und egal, welcher Religion man jetzt... Sich das Schöne rauspicken, ne? Das, was eigentlich so zum Leben gehört. Man soll sich auch die schönen Sachen einfach mal rauspicken und die auch genießen. Dann. Was einem gut tut. Also es ist ja nicht zwangsläufig immer alles, was einem gut tut, ist ja nicht zwangsläufig immer schön. Mhm. Ja, aber sich eben bewusst zu machen, dass man eben viel zu viel Zeit am PC verbringt, am Handy daddelt, zu viel Zeit verbringt mit negativen Sachen, ich finde, das ist ein guter Ansatz. Mhm. Aschermittwoch, hat er sonst noch irgendwas für uns als Aussage? Also auch der heutige Tag zum Beispiel, du hast mir vorhin erzählt, morgen ist Neumond, darüber reden wir natürlich auch gleich nochmal. Genau, das läutet einfach die Fastenzeit ein. Und eigentlich ist es ja so, dass es in der westlichen Kirche zwei Fastenzeiten gibt, ne? Das heißt, vor beiden Hochfesten, das eine Hochfest ist Ostern, das heißt, wir haben hier 46 Tage, bzw. 40 Tage plus die Sonntage und das zweite Fastenzeit ist der Advent. Und das heißt, vor Weihnachten wird eigentlich auch nochmal 40 Tage gefastet plus die Sonntage, was bedeutet, wir fangen am 11.11. an. Am St. Martinstag, da geht nicht zwangsläufig die Faschingszeit los, sondern es ist eigentlich das Einläuten des ersten des nächsten großen Fastenfestes. Dann lässt man das Fasching richtig krachen, um dann nochmal in die Fastenzeit zu gehen. Genau. Fasching war wahrscheinlich auch so ein Punkt, wo es bei der einen oder anderen Beziehung vielleicht gekracht hat. Mhm. Dann geht es um Versöhnung und du hast heute was ganz Schönes mitgebracht. Wir gehen ja auch aus dem Saturnjahr jetzt langsam in Richtung Jupiterjahr und dann will man es irgendwie schön haben. Und deswegen hast du heute ein Versöhnungsritual mitgebracht, das auch mit dem Neumond zu tun hat. Ja, ganz genau. Beziehungsweise mit dem Versöhnungsfest, was wir am Freitag feiern. Das römische Versöhnungsfest. Aus dem antiken Rom. Darüber reden wir gleich. Ja. Ich freue mich schon drauf.